Hallo und willkommen bei Hell's Games zum FIFA 19 Topspiel der Premier League, diesmal vom 17. Spieltag. Wir spielen die Begegnung FC Liverpool, aktuell Tabellenführer der englischen Premier League, gegen Manchester United, aktuell Sechster der Tabelle. Typische Liverpool Red, während Manchester hier dunkel aufläuft. Die Aufstellung lassen wir auch so. Ja. Mein persönlicher Tipp für diese Begegnung: die am Sonntag stattfindet, ist ein 3:1 für Liverpool. Wird auch die Begegnung von The Normal One alias Jürgen Klopp und The Special One, dem arroganten José Mourinho, der hoffentlich bald weg ist von Manchester. Liverpool gegen Man United. Zwei ganz alte Rivalen, nicht nur was die Vereine angeht, sondern auch was die Städte angeht. Ich glaube, das wird ein tolles Spiel in diesem. Ich liebe es. Hier sehen wir auch nochmal die aktuelle Tabelle der englischen Premier League. Das Ganze findet im legendären Anfield statt, in Liverpool Heimstätte. Die Aufstellung von Liverpool: Alisson im Tor, Van Dijk in der Abwehr, Henderson defensives Mittelfeld zusammen mit Wijnaldum, dann Shaqiri, Firmino und Mané und ganz vorne, wie sie uns zeigen, Salah. Aufstellung von Manchester, De Gea im Tor, Ashley Young, Smalling, Lindelöf und Luke Shaw Abwehr, dann Fellaini, Matic und der immer wieder suspendierte Pogba und ganz vorne Rashford, Lukaku und Martial. Vielleicht noch erwähnenswert auf der Ersatzbank von Manchester United: Alex Sanchez. Eigentlich sehr guter Spieler, kommt allerdings viel zu selten bei Manchester zum Zug diese Saison. So, los geht's hier. Shaqiri, Wijnaldum, Mané. Den Ball kann er klären. Ein erster leichter Versuch von Liverpool. Und Firmino versucht es dann auch mal. Der ehemalige Hoffenheimer. Weiter Pass von Manchester, aber auch noch erklärt. Und der geht dann direkt ins Aus. Martial. Jetzt kann er flanken. Martial, der versucht hier den Ball von der Ecke reinzubringen. Ein weiter Pass auf Mané, ehemaliger Leipziger. Überhaupt in der Liverpooler Mannschaft viele ehemalige Bundesligaspieler, ob es heißt Mané, Keita. Wen haben wir da noch? Ja, Shaqiri natürlich. Mané. Sie haben den Ball. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Matic.
ebenfalls. Fällt mir gerade noch so spontan ein. Er passt sich einfach mal ein Herz und zieht aber zu weit weg und damit einfach für den Torwart. Bundesligaspieler aktuell nicht so vertreten sind, oder ehemalige Bundesligaspieler bei Manchester. Der letzte Bundesligaspieler, an den ich mich erinnere, noch Bastian Schweinsteiger. Aber das ist nun auch schon ein paar Jahre her. Ein Aufsetzerschuss hier von Firmino. Und da ist es 1:0 für Liverpool von dem Rekord-Ablöse-Abwehrspieler Van Dijk. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Der, ich glaube, zu dieser Saison dann endlich seinen Weg nach Liverpool gefunden hat, nach langem Tauziehen. Den 70 Millionen, meine ich mich zu erinnern, aktuell die Ablöse bei ihm gewesen. Beziehungsweise damit aktuell nach wie vor der teuerste Abwehrspieler überhaupt. Der Steifer ist gefährlich für Mino. Der nächste Schuss hier von Liverpool. Diesmal von Henderson. Spanischer Nationalspieler. Aber der spanische Nationaltorhüter von Manchester United, De Gea, fischt den problemlos raus. Die Ecke kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Das macht er gut. Lukaku jetzt. Manchester United gegen Liverpool. Das ist Geschichte, das ist Atmosphäre, das ist ein Duell an der absoluten Weltspitze. Und das ist schon klasse, wie da gearbeitet wird. Wie immer wieder Erfolge gefeiert werden. Ja, abgefangen hier von Manchester. Was die für Trainer verpflichten. Und heute treffen sie aufeinander. Das ist eine außergewöhnliche Partie. Geht er rein? Da kommt er nicht richtig hinter den Ball. Kein Problem für Alisson. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Da passt er auf! Super dazwischen gegangen. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Er lässt den Gegner stehen. Da ärgern Sie sich. Böser Fehlpass hier in der Liverpooler Abwehr. Den Ball hält der Torhüter fest. Oh, gleich nochmal ein dicker Schnitzer. Liverpool-Torhüter. Ja, Mourinho sieht nicht so wirklich glücklich aus. Das macht uns wiederum glücklich. Gerade eingeblendet. Wir sehen schon drei Paraden für De Gea. Ja, schade, nichts draus gemacht. Das ist eine spontane Chance. Es gibt noch 2 Minuten oben. Rashford. United über den Flügel. Anderson. Ein Tor. Und das war es dann auch in der ersten Halbzeit. Ist hier noch nichts entschieden. Bisher Manchester erschreckend blass, so wie in der ganzen Premier League Saison auch. Sie mussten bisher kein Gegentor hinnehmen. Liverpool zeigt, dass sie nicht umsonst Tabellenführer aktuell sind. So, dann geht's auch schon hier weiter mit der zweiten Halbzeit. Spieler sind soweit noch alle fit, da müssen wir nichts ändern. Nach wie vor 1:0 von Van Dijk in der 24. Minute. Es regnet immer noch.
Rashford. Jetzt Matic. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Rashford. Matic. Und der wieder zurück. Ziemlich planlos das Ganze hier. Smalling. Jetzt Matic. Rashford. Da haben wir gerade Fred gesehen, der von Olympique Lyon kam, glaube ich. Bisher, ja, schon eine Enttäuschung im Kader von Manchester United, kann man so sagen, denke ich. Da hat man sich sicherlich mehr erhofft auf Seiten von Manchester. Anderson. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Die Mitspieler bieten sich an. Romelu und jetzt der Schuss. Jetzt Firmino. Da waren sie. Konter wieder über Firmino. Mané. Der bleibt allerdings in der Abwehr hängen. Da kann er klären, gut aufgepasst. Und hier wird es Einwurf geben. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Jetzt geht Rashford, der englische Nationalspieler, für den Spanier Mata. Smalling. Ja. Fred. Einwurf, der Ball. Während wir wieder einen Einwurf verursachen. Smalling. Fred. Pass auf die Außenbahn. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Ja, das hätte sie erklären werden können. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Alexis. Und jetzt vielleicht die Chance. Geklärt. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgleich. Ja, Moreno immer noch nicht wirklich glücklich. Gibt's auch keinerlei Grund für, weder in dieser Partie hier noch in der realen Premier League aktuell. Die Ecke kommt rein. Jetzt Firmino. Er hat den Ball und das könnte Pogba. Das war richtig knapp. Ja, das war diesmal gut, mal Schussversuch von Pogba. Der in dieser Saison ja im Dauerclinch liegt mit Mourinho. Aber wer kann es ihm verübeln? Mourinho ist so mal, ich sag mal, ein streitbarer Charakter. Und jetzt haben sie den Ball. So, Shaqiri, ach, der den Ball natürlich hier wieder verliert. Sicherheit auch eine überraschende Verpflichtung von Liverpool. Der Shaqiri, der letztes Jahr nicht unbedingt geglänzt hat bei, ich glaube, Southampton oder Sunderland. Auf jeden Fall abgestiegen mit dieser Mannschaft. Das hielt Liverpool allerdings nicht davon ab, ihn zu verpflichten. Mané. Nur Firmino. Der Steilpass gefährlich für Mino. So, Chance hier für Shaqiri und er macht es 2:0. Er kann es also immer noch. Ehemaliger Spieler vom FC Basel, genauso wie vom Bayern München. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten. Konnte sich allerdings in München niemals so richtig durchsetzen. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Schaut doch gut aus. Er steht 2:0 rein. Am nächsten Wechsel. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Shaw. Der mit Sicherheit auch aktuell unter seinen Möglichkeiten spielt bei Liverpool. Beziehungsweise fairerweise gesagt noch nicht allzu viele Chancen aktuell bekommt. Und er gewinnt den Zweikampf. Während wir hier schon in der 85. Minute sind. Oh, also
Manchester hier nochmal mit der dicken Chance durch Lukaku. Weiter Pass. Noch eine Chance. Wieder nichts draus gemacht. Lukaku ärgert sich zu Recht. Aber Van Dijk im Weg. Der Torschütze zum 1:0 hier. Es gibt dann nochmal Eckball für Manchester. Jetzt der Eckball. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben auf. Die Konterchance über Mané. Mané! Chance lebt. Nicht der Treffer. Torwart da schon geschlagen. Schwache Aktion. Die allerdings auf fiese Art und Weise versagt. Das ist der Schlusspfiff. Der Sieger heute heißt. Das war's in dieser Partie. 2:0 Sieg. Liverpool. Klopp. Sie haben sich hier den Sieg geholt. Die beste Abwehr. Ein realistisches Ergebnis, wie ich meine. Überhaupt nichts zugelassen. Es ist schon beeindruckend. Wir dürfen gespannt sein, wie es dann am Sonntag ausgeht, wenn diese Partie im echten Leben ansteht. So, das war's mit diesem Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinsehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. FIFA Topspiel der Woche, dann am nächsten Dienstag. Bye bye.